Caravan ambushed by Manhunters. Oh nein! Iguanas! Leute, wir sind fucked. Einfach so auf der Party. Und die Leute denken sich einfach, Tomo, hör doch bitte einfach auf. Mad Wild Boars. Wie viele haben wir davon noch? Sie kommen! Xoberlauf! Und damit herzlich willkommen zurück zu Rimworld. Wir starten wie immer direkt rein in unsere Kolonie, die Dönerbrigade. Joa, letztes Mal haben wir ja das Döner-Relikt gefunden. Es ist hier ausgestellt, der Dönerröster, das legendäre Relikt mit einem Lama drauf oder was das war. Mit Bowlerheads. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Lamas mit Hüten. Ja, doch, das passt. Ja, wir hatten auch noch eine Quest, die wir machen wollten. Und zwar Supplies for Bluffston und The Desperado Lair. Ja, damit fangen wir am besten auch an. Sobald die Recreation-Zeit wie immer um ist. Achso, ja, hier, diese dürften ja auch nicht erlaubt sein. Die müssen wir auch noch transportieren. Ich dachte irgendwie, das wäre schon erledigt gewesen, aber anscheinend nicht. Wir haben auch immer noch ein Thrombo, das wir zähmen wollen würden. Diese Tür kann hier eigentlich auch hold open. Sollte nicht so schlimm sein. Die anderen müssen nur alle zu sein. Wobei, diese hier kann auch hold open erstmal. Eigentlich dürfte hier ja nichts reinkommen. Und dann können die Jungs da schneller rein und raus. Unser Stromnetz wird auch immer noch aufgebaut. So, Recreation-Zeit ist um. Dann machen wir doch mal eine Karawane da hoch zu diesem Piratencamp. Es dauert tatsächlich nur 1,4 Tage, obwohl das so weit weg ist, aber es ist halt nichts wirklich im Weg. Da gehen dann hin Dixies, Sebi, AJ, Xenia. Ah, will ich Jet mit dahin schicken? Irgendwer muss auch noch da bleiben und ein bisschen aufbauen. Nehmen wir lieber Hemden und Xoba mit. Lion, Banastra. Ah, Banastra ist die Nachtschicht. Und Mera kann mit. Huten natürlich. Sky, Jarvis. Wobei Jarvis muss sich ein bisschen um seinen Baum kümmern. Nehmen wir lieber Poppy mit. Und Rose. Das sollte auch reichen. Können wir noch die beiden Bisons mitnehmen? Vielleicht ein Kamel. Einfach auch, damit wir ein bisschen schneller unterwegs sind. Wir nehmen 250 Heu mit. Ich wollte gerade sagen, hey, sie nehmen die Package Survival Meals mit, aber ich habe mich verguckt. Sie nehmen Lavish Meals mit. Ich meine, davon haben wir zwar genug, aber die sind trotzdem nicht für eine Reise geeignet. Ganzen Pemikan könnt ihr noch mitnehmen. Ja, und von Meals nehmt dann noch ein paar Lavish Meals mit. So, für 6 Tage Essen sollte es hoffentlich reichen. Dann ein bisschen Herbal Medicine. Joa. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Cent. Oh, warte, die Karawane schon wieder. Pemikan, Pibble und Hay. Und irgendwie auf ein Package Survival Meal. Jetzt sind sie unterwegs. Und während sie gerade abhauen, kommt ein Exotic Goods Trader von Northeast Aaron. Mit dem Nephew von Dixis, der jetzt gerade abgehauen ist. Ja, schade, Leute. Wenn ihr den besuchen wolltet, dann habt ihr sie gerade verpasst. Barrett kann mal mit denen handeln, sobald die da sind. Und wir treffen auch auf eine Karawane, die direkt draußen sind. Aber ich glaube, wir haben jetzt nichts zum Handeln dabei. Habt ihr denn überhaupt irgendwas? Nö, nichts von Interesse. So viele Ancient Komplexe aber auch so um uns herum. Könnten wir eigentlich auch mal ein bisschen erkunden gehen. Okay, die sammeln sich hier. Dann Brett trade doch mal mit denen mitten in der Nacht im Regen. Was habt ihr denn so? Ihr habt einen Skill Trainer in Crafting und in Melee. Melee wäre eine Überlegung wert, den zu nehmen, auch wenn wir schon einen haben. Aber nehmen wir trotzdem einfach mal. Wir haben ja sowieso ein paar Organe, die wir verkaufen können. Gibt ein Bionic Ear, das nehmen wir. Ja, bitte halt das schnell. Das liegt da im Regen. Ambrosia Sprout. Dass sie trotzdem immer außerhalb der Base wachsen müssen, obwohl unsere Base praktisch die Hälfte der Map einnimmt. Auch schon crazy. Aber ich meine, gut, innerhalb der Base ist auch viel belegt, wo es nicht wachsen kann. Oh, die Karawane campt gerade, hat aber auch schon einen guten Weg geschafft. Wir könnten demnächst auch echt mal angehen, dass wir irgendwie unsere Base verschieben oder so. Ich weiß gar nicht, was wir davor sonst noch machen könnten. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal die beiden Quests fertig, die wir noch haben. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht hier mit dem... Wo ist es denn... Nicht Ship to the Stars. Das ist die Arconexus, ne? Ja. Das könnte man eigentlich mal angehen. Manastrat Inspire Taming. Wie hoch hast du Animals? 12, okay. Ja, dann tame doch mal hier das Thrombo. Dann gehört es endlich zu uns. Das ist schon seit keine Ahnung, wie lange hier ist. Zack. Dann kann das Thrombo auch direkt fürs Training angesetzt werden. Aber es wird auch auf Animals beschränkt erstmal. Wupp, schnell zurück. Thrombo ist einfach so langsam. Die hat zwar irgendwelche Aufgaben, aber ich glaube, den kommt sie nicht so richtig nach, einfach weil die so ewig braucht, bis sie da ist. So, bis sie an ihrem Aufgabenort ist, ist schon wieder Recreation oder Schlafenszeit. Das ist funny. So, die Karawane ist jetzt fast da. Oh, die sprintet richtig darüber. Obwohl hier gar keine Straße ist. Zoom in. Was haben wir denn hier so? Da ist ein Turm und das ist, glaube ich, der einzige. Wir kommen von da oben. Ich glaube, es wäre schlau, wenn wir so von diesem Komplex hier aus angreifen. Das heißt, geht er erstmal hier so lang. So, hier haben wir ja ein paar Wände. Da stellen wir auch mal unsere Leute hinter. Will Xoba da schon auf irgendwen schießen? Das sieht fast so aus. Ja, da sind Leute in Range.
Soba, geh mal lieber hier hin. Guten stellt sich daneben. Kloppi dahin. So, und jetzt müssen wir die anderen Leute noch ein bisschen verteilen. So, ein Dixis sprintet mal rein und versucht die zu locken. Oh Gott, okay. Dixis macht auch schon einen ganz guten Job. Holy shit, Dixis Deckung wird weggeschossen. Omera, du solltest dich vielleicht ein bisschen näher ranbegeben. Du bist auch nicht so gut geschützt. Warum können die an den Wänden vorbeischießen? Das ist richtig nervig. Okay, Sky, zieh dich mal ein bisschen weiter zurück. Wobei, ihr zieht euch am besten alle mal ein bisschen weiter zurück. Dixis auch hier runter. Wir müssen die näher ranlocken. Wo ist Huten? Der kann ja eigentlich mal Berserk gehen. So, ist schon gut in Schuss, war ich weiter. Rose kann sich da hochbegeben. Ihr beide begebt euch mal hier runter und ihr drei, na wobei Xoba nicht, der schießt ja, die schießt ja, könnt euch hier so hochbegeben. Und Mara zieh dich auch zurück. Huten geh Berserk. Okay, sie ziehen sich schon zurück. Lass sie nicht entkommen. Ja, der da oben, der kann ruhig abhauen. Dann Dixis, gehen wir hier rein. Wir gucken mal, was so auf die Health-Sachen abgeht. Scheint alles in Ordnung zu sein. Sebi, Tent Omera, Xenia, Tent Sky, Tent Hampton. AJ ist auch in Ordnung. So, das sind jetzt alles unsere Betten. Könnt ihr eurem Business nachgehen, könnt euch von mir aus ein bisschen ausruhen. Und alles, was Elektronik ist, wird erstmal deconstructed. Die können alle geopend werden und danach deconstructed. Hier ist auch noch ein Turm. Ja, das hier wird trotzdem noch alles deconstructed. Können wir den eigentlich claimen? Nein, können wir nicht. Was ist das? Fireform Popper, okay. Bringt uns nicht so viel. Aber wenn wir die... Warte mal. AJ, die constructe mal die Solar Panels. Dann... Oh! In Deckung. Was hat der Turm denn für... Okay, der hat so eine hohe Range. Naja, wenn du dich schnell genug da hoch verziehst, dann kann der ja eigentlich nicht... Okay, er kann da dran vorbeischießen. Gut, dann anders. Wo ist Dixis? Dixis pennt gerade. Entdeckung. Jo. Hat sich das auch geklärt? Ist interessant. Gibt genau für alle Leute Betten. Wie sieht's denn überhaupt hier mit ihm aus? Ich meine, er stirbt wahrscheinlich gleich. Aber er ist sowieso nicht zu gebrauchen. Also ja, das kann auch alles deconstructed werden, damit wir möglichst viel Stahl haben. Und das war's ja eigentlich schon. Gut, dann Reform Caravan, ab nach Hause. Und was können wir alles mitnehmen? Das ganze Essen auf jeden Fall. Items, das. Ambrosia, Stahl. Und die Waffen, vor allem die teuren. Was in dem Fall eigentlich alle sind, weil es ja Piraten waren. Das andere ist hier alles tainted. Das hier ist noch ganz gut. Das sieht so in Ordnung aus. Ach, Uranium haben wir auch noch. Können wir auch mitnehmen. Dann ab nach Hause. Das Payment ist angekommen. Mit der Legendary Charged Rifle. Und dem Uranium, das kann auf jeden Fall schon mal alles geholt werden. Ich glaube, Jet war noch ganz gut im Shooting, ne? Ja. Jet, dann kannst du die eigentlich auch mal ausrüsten. Eine Aurora. Ein bisschen Regenbogeneffekt. Ein Astra kann sich eigentlich auch mal darum machen, dass die restlichen Metal Chunks hier weggeschmolzen werden. Caravan ambushed by Manhunters. Oh nein! Iguanas! Leute, wir sind fucked. Keine Ahnung, stellt euch hier halt so in der Reihe auf. Passt nur auf, dass ihr das Bison oder die Kamele nicht trifft. Da hat der die Xoba direkt eins erwischt. Noch eins. Nice. Und da wird das Feuer eröffnet. Das Bison ergreift die Flucht. So, wir sind hier fertig. Reform Caravan. Wieder weiter nach Hause. Ab geht's. Irgendwas, was wir mitnehmen wollen. Wir können von mir aus die toten Iguanas mitnehmen. Ja, so viele wir halt noch tragen können. Daraus können wir auch Essen machen. Einfach so viel Reis übrig. Jetzt werden hier schon wieder die Menschen gebutschert, weil unsere Küche sonst nichts zu tun haben. Gibt es einen Unterschied zwischen Package Survival Meals und... Nee. Warum kocht ihr denn dann keine Package Survival Meals? Ich weiß, dass da nicht unbedingt Fleisch rein muss. Glaube ich zumindest. Es gibt auf jeden Fall keine Vegetarian, die man extra auswählen kann. Warte mal, wie sieht das denn aus hier bei so einem Lavish Meal? Okay, anscheinend muss da irgendwie Fleisch rein, aber das ist merkwürdig. Weil angeblich muss ja auch Vegetarian-Zeug rein und das ist einfach nicht der Fall. Hm. Keine Ahnung. Es wäre echt schön, wenn jetzt mal ein Bulk Goods Trader kommen würde. Döner Fiesta Opportunity. Ja, die Karawane wird auch morgen da sein. Die kämpft nämlich direkt vor unserer Base. Caravan arrived at Dönerbude. Da machen sie sich auch direkt ans Reparieren.
Fix das Camp wieder, geht der ganz normale Alltag weiter. Also die Bisons können erstmal ihr Gear entladen bekommen. Unter anderem die toten Iguanas. Bison Nummer 2 und Kamel. Weil das ist nämlich so die Sache, die Package Survival Meals, die sie hier mit hatten, die bestehen nur aus Fleisch. Deswegen sind die auch so rötlich. Und ich meine, es gibt auch Vegetarian Package Survival Meals, aber ich weiß nicht, die kann man irgendwie anscheinend nicht selber herstellen oder so. Kann man zumindest nicht auswählen. Richtig merkwürdig. Naja, Guten, du hast dir das falsche Bett geschnappt. Das ist eigentlich Dixes Bett. Und Dixes, das ist Xenias Bett. Wo ist sie denn überhaupt? Das hier ist das Bett von Sebi und Rose. Ach, ich verstehe es nicht. Manchmal wird es gespeichert, manchmal nicht. Es ist so merkwürdig. Malaria, Tomo. Die ist sowieso durchgängig auf normale Medizin gestellt. Ich weiß nur nicht, wo AJ jetzt sein Bett hat. Weil der will, glaube ich, nicht mehr mit Y-Jet pennen, oder? Ach doch, geht. Brett, du solltest dich mal bitte um Tomo kümmern. Der geht's doch nicht mehr so gut. Der Thrombus ist einfach die Pilze auf. Was soll das denn? Ich meine, wir haben wahrscheinlich genug Devil Strand, aber trotzdem. Hiya, Starting Spree Tomo, bitte nicht. Hallo? Einfach so auf der Party. Und die Leute denken sich einfach, Tomo, hör doch bitte einfach auf. Weißt du, wir halten doch heute auch das Fest ab. Beginn Döner-Fiesta. Im Regen. Hui. Diesmal keine Visitor, interessant. Aber eine beautiful Döner-Fiesta. Wie sieht es mit dem Wildlife aus? Wir können mal wieder ein bisschen handeln gehen. Auch wenn der Kühlschrank sowieso schon überquillt. Ich sage, wir bräuchten unbedingt einen Balguts Trader. Ach, nee. Solarflyer, wir haben keinen Strom mehr. Das reimt sich. Wie geht's Tomo denn jetzt so? Eigentlich ganz gut. Grizzly Bear Revenge. Wer handelt den? Dixus. Ja, es sollte ja kein Problem sein. Das war's mit dem Grizzly Bären. Die Indoors haben nur minus 10 Grad. Achso, wir haben ja gerade keinen Strom. Ich dachte schon. Ist denn jetzt überhaupt die ganze Zeit so für verregnetes Wetter, ey? Die ganze Zeit regnet's? Ist ja schlimm. Muffalo Revenge. Wie sind überhaupt die Muffalos? Da unten. Na gut. Da kennt Dixus nix. So, jetzt machen wir mal eine Karawane. Bluffsten. Da gehen hin Dixies, Xenia und Guten. Ein paar Tieren. Und die nehmen mit hier die ganzen Smoke Pop Packs. Wir nehmen einfach alle mit. Dann sind wir auf der sicheren Seite, falls irgendwas passiert. Das, was ihr aber auch mal mitnehmt, ist dann noch ein bisschen Human Meat. Nicht Meat, Leather. Einfach damit wir das verkaufen können, weil davon haben wir mittlerweile so fucking viel. Nehmen wir halt 3000 mit. Und weißt du was, Brett? Call einfach mal Northeast Aran und request einen Trade Caravan. Balguts Trader. Ich will dieses Human Meat jetzt loswerden. Jetzt kommt ein Combat Supplier. Das ist nicht der richtige. Kannst aber trotzdem mal mit denen traden. Ich meine, Waffen haben wir auch genug zu verkaufen. Vielleicht Schwerter nicht, aber alles andere, was hier so bei ist. Und wenn ihr nicht genug Geld habt, kriegt ihr den anderen Mist einfach geschenkt. Charged Rifle in Excellent. Ja, die ist fast kaputt. Nehmt sie einfach. Aufpassen, aber das glaube ich nicht, dass der hiermit aufgeführt ist. Nicht, dass ich den Dönerröster verkaufe. Wäre eine Katastrophe. Ja gut, das ist jetzt eh schon viel zu viel. Aber was habt ihr denn? Habt ihr denn noch irgendwas, was wir nehmen könnten? Sieht fast nicht danach aus, weil ihr halt Combat Supplier seid. Gut, dann machen wir es anders. Ziehen wir euch erstmal wieder alles ab. Und jetzt trade nochmal mit denen. Und jetzt können wir giften. Green Armor 51% könnt ihr gerne haben. Die mit 50% auch. Das mit 51% könnt ihr alles haben. Shield Belt mit 56% brauchen wir nicht, als alles viel zu kaputt. Joa, das sieht doch ganz gut aus. Jojo. Wer hat jetzt Malaria? Sebi. Ja gut, der ist ja auch sickly. Und Omera hat Inspired Creativity. Gut, dann kriegt Sebi jetzt erstmal die normale Medizin. Wie geht's Tomo so? Ja, die kann auch einmal mit normaler Medizin behandelt werden und dann... Und Omera wird jetzt eine Charged Rifle herstellen. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Worauf wartet die Karawane schon wieder? Dass noch 50 Heu beladen werden. Dann macht das doch. Da unten wird gerade ein Lama gehuntet. Banastra, hunter bitte das Alpaka. Geht doch. Psychic Drone, hi. Hm. Da wird es unseren Jungs nicht so gut gehen. Das sieht die Mut schon ganz schön runter. Ich glaube, ich weiß halt nicht genau, wie das mit dem Kolonieverkauf, sag ich mal, abläuft. Ich könnte mir vorstellen, dass alles, was in den Lagern ist, mitverkauft wird. Die Sache ist, dann sollten wir auf jeden Fall solche Sachen wie bionische Sachen und Arcotech-Sachen und sowas alles vorher ausrüsten. Weil ansonsten, ja, wäre scheiße, wenn das alles wegkommt.
pack hier mal ins Krankenhaus noch ein zusätzliches Setting rein, nämlich Arcotech-Sachen. Wo auch immer ich das finde. Bodyparts hier wahrscheinlich. Bionisch und Arcotech. Cargo-Pots mit Potatoes. Ja gut, holt das einfach mal. Und die Steel-Chunks auch. So, jetzt müssen wir natürlich noch das ganze Arcotech-Zeug irgendwie auftreiben. Dass das alles darunter geliefert wird. Komm mit Supplier. Warum kommen jetzt Supplier? Ja komm, Brett, ruf ihn mal an. Ihr habt auch keine tollen Sachen. Nehmen unsere Waffen haben wir gerade schon alle verkauft. Ich hab Marine Helmet in Excellent. Aber den brauchen wir eigentlich nicht. Nee, von euch brauchen wir jetzt wirklich nichts. Und können wir auch nichts kaufen, ja. Also verkaufen. Kaufen, keine Ahnung. Da werden jetzt die ganzen Sachen geliefert. Und dann rüsten wir unsere ganzen Jungs mal damit aus. Na, jetzt sehen wir es. Es wird gerade produziert. 10 Tage braucht es, bis Neues produziert wird. Und Berries werden produziert. Ich glaube, das ist alle 2 Tage, so wie es aussieht. Naja. Sind das schon alle Teile, die wir haben? Ne, da kommen noch welche. 3 Arcotech Legs, 1 Arcotech Eye. Da kommen noch mehr. 4 Arcotech Legs, 2 Arcotech Eyes. Ich glaube, das könnte jetzt aber alles gewesen sein. Da ist der Balkutz Trader. Mit einigen verwandt. Dann Sky Trade doch mal mit denen. Bevor die zu weit wegrennen. Ich weiß nicht, wo die hinwollen. So, ihr könnt das ganze scheiß Human Meat haben, ey. Ihr habt nicht genug Geld, aber... Ja, keine Ahnung. Wir nehmen die Components. Weißt du was, nehmen... Nein, nee, ich gucke erstmal, was ich alles kaufen kann und wie viel ihr dann mir geben könnt. Ich nehme wirklich alles, was ihr mir irgendwie geben könnt. Alles, was ihr auch 50% oder weniger hat, kann auf jeden Fall weg. Davon haben wir auch einiges. Ja, das sieht gut aus. Warte mal, haben wir hier eigentlich Human Leather Stuff? Nö. Gut, dann könnt ihr das ganze Human Meat haben. Von mir ist auch noch ein bisschen Human Leather. So, Speisekammer ist leer, Halleluja. Und dann Brett, handel doch mal mit denen. Und wir schenken denen auch noch ein bisschen Human Leather, weil warum nicht? Wir haben davon eh viel zu viel. Bitteschön. Noch ein Ambrosia Sprout. Der ist auf unserem Feld gespawnt. Wie sieht's denn mit dem hier unten überhaupt aus? Wo war der nochmal? Hier. Ist noch nicht fertig ganz. Caravan arrived at Bluffston. Fulfill Trade Offer. Und jetzt können wir noch mit denen traden. Wir haben nämlich ganz viel Human Leather. Das bieten wir euch an. Und was könnt ihr uns dafür bieten? Ihr habt einen Arcotech Arm. Den schnappen wir uns. Skill Trainer nehmen wir mit. Plasteel, Uranium, ist alles schon zu schwer. Wir sortieren gleich mal ein bisschen aus. Warum haben wir Hyperweave mit? Achso, haben wir wahrscheinlich als Questbelohnung bekommen. Gold vielleicht? Ist Gold so leicht? Anscheinend ist das mega leicht, weil 107 sind nur 1 Kilo? Hm. Wie schwer sind die Smoke Pop-Packs? Schon ein bisschen. Dann verkaufen wir die einfach noch an euch. Ja gut, aber alles werden wir nicht mitnehmen können. Das Uranium ist halt so scheiße schwer. Es gibt halt auch so viel Geld. Also, kostet so viel. Ansonsten nehmen wir vielleicht eher noch Components. Die sind noch ein bisschen teurer. Ja, und dann nehmen wir noch so viel Uranium, bis es so mit dem Geld passt. Ja, machen wir so. Accept. Und ab nach Hause. Wie hoch hat AJ eigentlich mittlerweile Pflanzen? Weil er beschäftigt sich jetzt auch eine ganze Zeit lang schon mit diesem Baum. Ich weiß nicht, wie hoch er das von Anfang an hat, aber jetzt hat er es mittlerweile auf 8. Warum liegen hier Components drin? So, hier wurde was dismantelt. Ja, dann hier unten auch. Perfekt. Mad Wild Boars. Wie viele haben wir davon noch? Ich habe wen quietschen hören. Ich weiß nicht, auf wen stürzen sie sich? Wie viele sind das überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Die stürmen irgendwie hier hoch. Ist hier oben irgendwer von uns? Nee, die machen das nur random. Ich weiß nicht, was deren Plan ist, aber Xoba, du solltest da aufpassen. Sie kommen! Xoba, lauf! Auf am besten hier durch. Ich weiß nicht, wie schnell so Schweine sind. Diese scheiß Schweine. Okay, Xoba hat die Abkürzung genommen. Die Schweine müssen erstmal hinterherkommen. Ihr beide, stellt euch hier auf. Unterstützt Xoba. Warum hauen die Barrikaden kaputt? Können die da nicht drüber springen? Skrill, du solltest vielleicht mal eben auf Bait Containment gestellt werden. Hampton, Feuer auf die Schweine. Sky, oh nein. Was machst du denn da? Sebi unterstützt Sky. Bitte nicht auf Sky schießen, nur auf die Schweine. Okay. Wir sind schon mal 4 tot. Ich meine, wir hätten 8 gehabt. Da kommen noch 2, 3, 4. Ja, da kommen sie. Okay, Hampton hat das im Griff, hoffentlich. Sehr gut, Hampton. 2 Stück kommen da noch. Schaffst du die auch noch? 1 ist, glaube ich, auch geschwächt schon. Okay, sehr gut. Gefahr beseitigt. Hampton, wie geht's dir so? Du siehst irgendwie ein bisschen sehr angeschlagen aus. Holy shit. Die haben doch schon ganz schön viel Schaden gemacht. Dafür, dass das nur Schweine waren.